Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Muss ich mir mal direkt aufs Gesicht drücken. So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und ich starte wieder eine Maskenwoche. Ja, endlich, es ist mal wieder Maskentime bei mir. Ich habe jetzt schon etwas länger keine Maske mehr gemacht und es wird ehrlich gesagt mal wieder Zeit. Und ich habe mir 5 Tuchmasken rausgesucht und ja, das sind, ich zeige sie euch einfach mal, das sind diese hier. Diese 5 Tuchmasken, die ich jetzt, ja, 5 Tage, 5 Masken, wisst ihr ja immer. Und in der Maskenwoche gibt es immer eine Verlosung und die wird es auch diesmal geben. Und ja, ich weiß noch nicht, mit welcher wir anfangen. Und, ach, wisst ihr was, ich greife jetzt einfach mal da rein. So, und ich habe jetzt gezogen, okay, Coconut Bio Mask with Tomato. Ja, okay. Was steht denn auf Deutsch da drauf? Also eine biozellulose Gesichtsmaske mit Tomate. Ich mag keine Tomaten. Ich weiß nicht, ob ich Tomaten auf dem Gesicht mag, aber ich mag sie nicht essen. Anwendung, Maske aus der Packung entnehmen, das wissen wir ja. Anschließend Schutzfilm an und bla bla bla. Maske für 10 bis 20 Minuten einwirken lassen und nach Gebrauch entsorgen. Verbleibendes Serum sanft mit den Fingerspitzen einmassieren, bis es vollständig von der Haut aufgenommen worden ist. Achtung, nur zur äußeren Anwendung. Bitte nicht die Tomaten essen. Also, wir fangen jetzt einfach mal an und ziehen diese. Jetzt bin ich noch überlegen. Ich glaube, die hatte ich in einem Tauschpaket. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder im Zuschauerpaket? Tauschpaket, Zuschauerpaket. Entschuldigt bitte, aber meine Paketen kommen total durcheinander. Ja, wir wollen mal schauen, ob sie jetzt wirklich nach Tomate riecht. Nee. Riecht sehr künstlich. Sehr künstlich, sehr, ja. Aber nicht nach Tomate. Aber das ist, das ist ein dickes, dickes Vlies. Oh. Ach so, nee, warte mal, da war ja noch was drüber, ne? Genau. Ach ja, das sollte man ja auch machen. Genau, das ist auf beiden Seiten. Haha, das ist nämlich gar kein dickes Vlies. Ich dachte schon, er weiß, wie dick. Nein, das ist so ein Gel. So, eine Gelmaske. Habe ich nämlich jetzt beiden Fliese abgemacht. Und so eine Gelmaske. Und jetzt packen wir uns die einfach mal auf. Also man sollte, wenn jetzt wirklich 3000 Grad draußen sind, sollte man die wirklich in den Kühlschrank packen. Weil hier in meinem YouTube-Zimmer ist es nicht wirklich kühl. Ich sitze hier im Nachthemd gerade übrigens. Ich war duschen. Sie schmeckt auch nicht nach Tomate. Was ist denn das hier? Na, ich war gerade duschen, muss morgen arbeiten. Genau. Also, ja. Jetzt so der erste Eindruck ist schon mal sehr angenehm auf der Haut. Ich ziehe mir das jetzt alles mal hier zurecht. Das Gedöns. Und ja, wir lassen die jetzt einfach mal 10. Genau, was soll sie jetzt nochmal machen? Also mit Vitamin B, C und Antioxidantien. Warte mal. Aber da steht Coconut Bio. Was steht nicht drauf? Tja. Gut, Vitamin B, C und Antioxidantien. So, wir lassen die jetzt hier 20 Minuten drauf. Also sie fühlt sich so echt super an, ne? Schöne Gelmaske, schmiegt sich der Haut an, ist sehr, wirklich sehr angenehm zu tragen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder und dann schauen wir so mal, wie sie nach 20 Minuten aussieht, ne? Gerade bei der Wärme. So, da bin ich wieder und ganz ehrlich, ich habe sie, glaube ich, nur ja, halbe Stunde drauf gelassen und ich bin total begeistert von dieser Maske. Oh, sie ist wunderbar. Ich mag sie total und es ist schön eingezogen schon und den Rest vom Serum arbeiten wir uns jetzt noch ein. Wie gesagt, die Haut ist schön zart. Ganz tolle Maske.
echt super toll. Und gerade bei dieser, ja, bei dieser Trockenheit, wir haben ja unheimliche Hitze auch im Moment, hast du Bedürfnis, deine Haut mit Wasser zu tränken. Und es tut gut, mal wieder eine Maske zu machen. Also wunderbar. Ich kann die nur weiterempfehlen, aber ich weiß nicht, wovon sie ist. Ich weiß jetzt nicht, kann sein von Action, ich weiß es nicht. Steht da irgendwas drauf? Myung, Myung? Nee, aber eine koreanische Maske. Also, ja. Googelt mal danach. Ich google mal selber danach. Mal gucken, wo es die hergibt. Aber ich schreibe nämlich jetzt schon mal mit meinem Edding da drauf, wie ich die fand. Also, ich bin ja echt super begeistert. Die kann ich echt nur weiterempfehlen, ne? Boah, herrlich, herrlich. Das tat jetzt aber auch mal wieder gut, eine Maske aufzulegen, ne? Oh, ich bin begeistert. Oh, Begeisterung, lalalalala. Ja, genau, wir kommen dann morgen zu der nächsten Maske. Und dann greife ich jetzt einfach mal wieder da so blind rein. Wir mischen jetzt nochmal und dann greife ich rein. Und es ist morgen die Limited Edition von Balea, die Tuchmaske Be Fresh, Intensivfeuchtigkeit mit Hyaluron und Eukalyptusextrakt. Genau, da sehe ich nämlich morgen dann aus wie ein Koala-Bär. Ja, schauen wir mal, was die so kann. Ja, ob die natürlich zu toppen ist in dieser Woche, weiß ich nicht. Bin ich gespannt. Freue mich morgen auf den Koala. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Also, bis morgen. Tschüss. Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zurück zu Tag 2 meiner Maskenwoche. Ja, habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Heute wird's tierisch. Heute gibt's die Limited Edition von Balea aufs Gesicht. Ja, ich werde ein Koala. Das ist eine Tuchmaske Be Fresh Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Eukalyptusextrakt. Für jeden Hauttypen geeignet. Ich matsche die immer einmal so durch. Und ja, meine Haut schreit schon mit einer Feuchtigkeit. Oh Mann, ich habe immer noch Glitzer hier. Ha, wo mein Make-up gerade. Immer noch Glitzer. Und ich war jetzt duschen und hast du nicht gesehen? Oh, naja. Wir packen uns die jetzt drauf. Wie gesagt, mein Gesicht schreit nach Feuchtigkeit. Gucken wir mal. Ja, sie ist bunt. Das ist Vlies. Mal gucken, ob es dickes Vlies ist. Oder, ja. Wie süß. Oh, ich wollte sie doch eigentlich in den Kühlschrank legen. Ist verkehrt rum jetzt? Moment, ich glaube, da fehlt noch was. Nee, das ist drauf gestanzt. Das ist so. Der Koala sieht so aus. Oh, so eine Maske tut immer wieder gut aus. Jetzt habe ich natürlich eine Kamera, wo du jetzt jedes, ja, etwas gut siehst, ne? Ja, wie gesagt, Fließmasken sind eigentlich immer ein bisschen zu groß. Ich finde die aber wirklich optimal. Schmiegt sich gut an. Finde ich, sitzt auch gut. Also da kannst du jetzt nicht meckern. Wie lange sollen wir sie denn drauf lassen? 15 bis 20 Minuten, genau. Verbleibende Rückstände sanft einmassieren. Ja, dann lassen wir sie doch jetzt einfach mal 15 bis 20 Minuten drauf. Und dann sagt der Koala mal bis gleich. Ich finde es süß. Ich finde es süß und ich merke jetzt schon die Feuchtigkeit. Also, dann sagen wir mal, bis gleich. So, der Koala ist ein bisschen aufgegangen, aber das ist hier bei den Tuchmasken, also bei den Fließmasken ganz normal, dass das hier an der Nase und an dem Mund halt nicht mehr so anliegt. Das ist bei den Gelmasken dann doch etwas anders.
aber ich finde die sehr schön. Sie sitzt hier oben immer noch, hier auch, und sie hat super Feuchtigkeit abgegeben. Ich nehme sie jetzt mal ab. Jo, also die Feuchtigkeit ist da. Finde ich sehr angenehm auf der Haut. Und ja, wie gesagt, das war jetzt eine Limited Edition. Es war auch keine teure Limited Edition. Ne? Die von Balea sind ja immer ganz günstig zu bekommen. Und ja, wir massieren das jetzt ein. Und es tat sehr gut. Das ist jetzt bei dieser Hitze, bei dieser Sommerhitze wirklich Wahnsinn. Na, da braucht die Haut viel, viel Feuchtigkeit und es tut sehr gut. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, dass man diese LEs, beziehungsweise, ja, schon LEs, kauft, weil man dann aussieht wie ein Koala. Ich sag mal so, also sie kriegt eine 2-. Schreiben wir einfach mal drauf. 2-. So hat sie mir ja gefallen, hat gut Feuchtigkeit abgegeben. Was mir immer nicht gefällt, ist halt, dass sie so trocken und im Mund werden. Sie ist jetzt so ein bisschen sticky, das ist ganz klar. Aber so, ja, man sah sehr nett aus. Und ich finde die Limited Editions immer von Balea oder von Isana immer recht zuckersüß. Deswegen nehme ich mir die auch meistens mit und schmeiße alles runter. Wo sind hin? Naja. Wie gesagt, eine 2-, und bis jetzt von gestern, die konnte leider nicht getoppt werden, aber das wundert mich auch nicht. Ja, wir haben jetzt noch 3 Stück und ja, wollen wir mal gucken. Monique, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 3. 3. Monique sagt die 3. Also ist es morgen diese Maske, Wedding Dress. Ich glaube, die hatte ich auch in einem Zuschauerpaket, Tauschpaket, irgendwie so. Das ist eine koreanische Maske. Eine koreanische Maske. Und da steht auch gar nichts Deutsches drauf, Leute. 10 bis 20 Minuten. Ich bin gespannt, wie die aussieht. Ob die irgendwie mit Spitze ist oder so. Hyaluron, ja, Betain, Trehalose, keine Ahnung. Wedding Dress, Ampoule, Mask Seals, which infused with a bottle of Ampoule. Wir gucken mal, was die Maske morgen kann. Und ja, freue ich mich schon drauf. Und dann haben wir noch 2 andere. Und dann haben wir die Maskenwoche schon wieder um. Ne? Das geht immer so schnell. Also meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Und ich sage dann mal, ich tippe mir auf die Nase. Dann bin ich wieder scharf und sage mal, wir sehen uns morgen wieder. Also macht es gut. Bis morgen im Hochzeitsdress. Tag hier, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Tag 3 meiner Maskenwoche. Ja, ich bin echt gespannt, ne? Ich hatte ja diese gezogen, Wedding Dress, und ich bin echt gespannt, was das jetzt für eine Maske ist. Es steht auch irgendwie überhaupt, also Hyaluron ist, glaube ich, irgendwie fast klar, ist fast jede Maske heutzutage, und wir machen die einfach. Und gucken, was da so drin steckt. Hm, sie riecht ganz angenehm. Also sie ist sehr gut getränkt. Sehr gut getränkt. Und sie hat noch halt so ein Plastikteil da drum, was wir jetzt wegmachen. Ne? Das ist so ein Gesicht quasi. Ja, warum jetzt Wedding Dress? Weiß auch kein Mensch, ne? Hm. Wow. Okay, die ist auf jeden Fall sehr gut getränkt. Oh, schmiegt sich auch sofort an. Die Haut an. Ich weiß trotzdem nicht, warum Wedding Dress. Ich habe keine Ahnung. Solltest du für die vielleicht vor der Hochzeit tragen oder nach der Hochzeit oder bei der Hochzeit? So. Ja, sie fühlt sich sehr gut auf der Haut an. Ist nicht zu groß. Die Augen, gute Aussparung. Fällt fast gar nicht auf in der Kamera. Und ja, wir schauen einfach mal, was die in 10 bis 20 Minuten kann. Und der Rest, also ich gehe jetzt einfach mal nach dem Bild aus. Ich denke, der Rest wird eingeklopft, so wie es halt bei den anderen auch ist. Ne? Ja, wir lassen die jetzt mal hier liegen und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich.
So, da bin ich wieder und ja, ich lasse mir diese Maske immer etwas oder diese Masken immer etwas länger drauf. Und ihr seht, mein Mundbereich ist wieder trocken wie immer, aber so ist die noch richtig schön feucht durchgetränkt und hat meine Haut richtig gut mit Feuchtigkeit versorgt. Oh, das Serum fühlt sich sehr, sehr gut an. Irgendwo habe ich hier eine Fluse. Leute, ganz ehrlich, ich suche was. Ich suche verzweifelt meinen weißen Eyeliner. Und irgendwie ist er mir abhanden gekommen. Und ich glaube, ich muss einen neuen bestellen. Ich weiß es nicht, der ist irgendwie weg. Ich habe jetzt überall gesucht, in jede Schublade, in jeden Schrank. Ich weiß es nicht, wo der abgeblieben ist. Naja, bestellen wir mal einen neuen oder gehen wir mal in die Stadt gucken. Da werden wir bestimmt auch noch irgendwas finden. Ja, irgendwie werde ich schon noch mal einen Weichen finden. Irgendwie. Ich hatte den neu von Revolution Love da bestellt und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen ärgerlich. Alles andere habe ich gefunden und irgendwie ist der mir verschütt gegangen. Naja, kommen wir zur Maske. Also, diese Maske ist wirklich toll. Ja, es ist eine koreanische Maske, ne? Und ich glaube, koreanische Masken sind immer gut. Also ich finde die sehr gut. Mein Gesicht strahlt statt, dass ich... Also ich hatte gerade Make-up drauf und nicht zu wenig, wegen dem Video und so. Aber diese Maske ist top. Allerdings weiß ich nicht, wo sie her ist, weil ich sie in ein Paket hatte. Aber die ist... Oh, so sticky ist die gar nicht wie die anderen. Sehr angenehm. Gibt unheimlich gut Feuchtigkeit ab. Top. Schreibe ich ja sofort drauf, ne? Was es ist, nämlich ich kann mir das alles nicht merken. Ne? Dann muss ich nämlich, wenn ich jetzt ein Aufgebraucht-Video mache und die da drin habe, weiß ich sonst nicht, wie war das nochmal. Deswegen schreibe ich das alles hinten drauf. Ja, in der Zwischenzeit, wo ich jetzt die Maske ausprobiert hatte, hat Monique die andere für morgen ausgesucht. Und das wird diese hier sein. Die Beauty Glam Ultimate Glow Mask. Ja, das ist eine Hydrogel-Maske mit Vitamin C und Niacinamid. Und die habe ich von Müller. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Die ist zweiteilig, so wie ich sehe. Dann, ja, meine Lieben, sehen wir uns morgen wieder zu Tag 4. Freue mich schon drauf. Und ja, eine neue Maske. Und die ist überhaupt nicht sticky. Oh mein Gott, ist die schön. Jetzt weiß ich noch nicht, welche Platz 1 und 2 ist, ne? Oder ob die sich das teilen. Also wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Macht's gut, bis morgen. Hallöchen, meine Lieben. Es ist Tag 4 von der Maskenwoche. Warum fährt ein grundsätzlich ein LKW hier dran vorbei, wenn ich anfange zu reden? Was soll ich denn? Oh Gott, ich habe hier immer noch Glitzer. Etwas Glitzer bleibt immer nach der Dusche. Ja, Tag 4 und ja, wir haben jetzt diese Beauty Glam Ultimate Glow Mask. Hydrogelmaske mit Niacinamid und Vitamin C für einen makellosen Ton. Ja, die gibt es bei Müller. 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Ja, also ebnet das Hautbild, regt die Kollagenproduktion an und wird Poren verfeinernd. Wir probieren es natürlich aus. So, wollen wir erstmal gucken, wie das riecht, ne? Ja, frisch. Das ist auch wieder so ein Plastikding drumherum. Müsste ja eigentlich auch nicht sein. Ne? Aber die ist jetzt zweiteilig. Deswegen habe ich schon wieder meinen Spiegel hier stehen. Und ich liebe diese Hydrogelmasken. Wovon habe ich mir denn jetzt überhaupt was darunter gepackt? Bin ich eh da alles voll drumiere. Mami, Mimi. Na komm. So. Schon mal Teil 1. Ich liebe diese Hydrogelmasken. Ich muss die eh nicht in meinen Kühlschrank packen. Ne? Das ist natürlich der absolute Oberkick dann, wenn du dir das in den Kühlschrank packst. Gerade an so heißen Tagen. Okay. Hier sitzt die nicht so, wie sie sein soll. Okay. Naja,
wir lassen das jetzt erstmal so. Und dann nehmen wir noch den zweiten Teil für unten rum. Oh. Genau, für unten rum machen wir jetzt auch was. Blow below für unten rum. So. 15 bis 20 Minuten, ihr Lieben. Wie gesagt, ich liebe diese Hydrogelmasken und lasse sie sowieso länger immer drauf. Aber die rutschen mir immer am Mund. Naja, man soll ja auch nicht reden in der Zeit. Also ich sage mal, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder und ja, ich habe die Maske jetzt etwas länger drauf gehabt, wie immer. Ich muss sagen, hier unten rum juckt sie unheimlich. Sie ist mir auch gerade einmal abgefallen hier unten. Ich weiß es nicht warum, aber es juckt hier. Das ist nicht so schön. Nee, das ist gar nicht schön. Hier oben habe ich das überhaupt nicht, das Problem. Ich habe das nur hier unten. Hier rum. Dass es furchtbar juckt und ich doch kratzen möchte. Also, ja. Was soll ich dann dazu sagen? Damit das hier unten juckt, würde ich sagen, ich würde mir die Maske nicht noch einmal kaufen. Sie ist so ganz gut. Von der Feuchtigkeit her, von der Pflege auch. Aber halt, es stört mich, dass das hier unten juckt. Und es brennt. Es ist rot. Seht ihr das? Oh, das ist nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Und deswegen schreibe ich das mal eben auf. Ah, ich kann jetzt ja schlecht schreiben. Juckt unten rum, wollte ich jetzt schreiben. Juckt im unteren Bereich, kann ich auch nicht schreiben. Juckt am Kinn. Nee. Also deswegen würde ich mir die nicht nochmal kaufen. Also mir ging es jetzt so. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es anderen geht, ne, wenn die die Maske probieren. Aber mir geht es so und das finde ich nicht, schön. Nein, 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 nein. Alles notiert? Ja. Das war dann halt mein Fazit. Zu Tag 4, ne? Tag 5, Leute, ist für mich das absolute Highlight dieser Woche und das ist die Dalton-Maske. Ja, das ist die Hightech-Innovation auf natürliche Basis, also die wird ja auch gehypt und sowas. Also ich bin gespannt, ist meine erste Dalton-Maske. Ich freue mich drauf, hatte ich in einer Box drin und ja, und morgen geht natürlich auch hier, ne, euer Gewinn. Weil Maskenwoche ist immer Verlosungswoche. Also, ich freue mich aufs große Finale mit euch. Und dann schauen wir natürlich, was ihr diesmal in der Maskenwoche gewinnen könnt. Ja, also würde ich sagen, meine Lieben, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum großen Finale. Ja, ich habe euch ja gestern schon gezeigt, welche Maske ich mir heute drauf packe und ich bin hier echt gespannt. Ne? Die Dalton, ja, Maske, wo man so viel Gutes von hört. Ich bin echt gespannt. 16% geringere Faltentiefe nach nur 15 Minuten. Das stimmt. Sei auch dahingestellt. Ne? Wunder kann man jetzt auch nie erwarten. Wir machen jetzt mal die Pappe ab. Und gucken wir mal, was die überhaupt jetzt machen soll. Ne? 100% natürliche Biozellulose-Expressmaske für ein geglättetes Erscheinungsbild und einen jugendlichen frischen Ton. Überzeugende Soforteffekte durch ein Zusammenspiel aus Zeluma-Meeresextrakt, kurz- und langkettiger Hyaluronsäure und ein Planktonextrakt. Also 15 bis 20 Minuten, ne? Wie immer. Und dann, ja, einklopfen. Schauen wir mal, was die so kann und hält, was sie verspricht und was andere ja so davon schwärmen. Erstmal riechen wir dran. Ja, also sie riecht jetzt nicht anders wie andere Masken, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, wir schauen mal. So, da ist jetzt ein großes Vlies und noch ein großes Vlies. Aber die ist dick. Oh mein Gott. Ist die dick. Aber gut getränkt.
Muss die so dick sein? Okay. Also man hat hier auch so Augenkläppchen, ne? Aber die mache ich mir jetzt nicht drauf, weil ich bin sowieso an den Augen so empfindlich. Und wenn da irgendwie Serum reinkommt, finde ich das jetzt eher unpraktisch. Ja! Sag mal, die wissen immer, wann ich Videos mache, ne? Wahnsinn. So, das ist jetzt ja diese Gelmaske. Ne? Man kann es wirklich so klappen und einfach so. Aber ich lasse mir die jetzt unten und am Mund haben wir sowas nicht, ne? Nein. Nö. Sonst hat man das ab und an auch an so einer Mundpartie, ne? Aber gut. Ja, die lassen wir jetzt 20 Minuten wahrscheinlich auch wieder länger drauf und dann, ja. Schauen wir mal, wie ich diese Dalton-Maske so gefunden habe, meine Lieben. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder, meine Lieben. Also, ich habe es aber auch mal mit dem Runterschmeißen hier. Das ist unglaublich. Ja, ich stelle mich mal eben scharf. So, da bin ich wieder und ich habe es jetzt eine gute halbe Stunde drauf gehabt und ihr seht, die sitzt immer noch da, wo sie sitzen soll und ja, ich bin schwer begeistert. Ich bin genauso begeistert wie den ersten Tag von der ersten Maske. Na, also, oh, mein Gott, ist die ein Träumchen. Gut, hier ist ein bisschen trocken wie immer, ne? Aber hier... Ach, da rasieren wir uns jetzt noch schön das Serum ein. Und ja, was soll ich sagen? Diese Woche war toll. Die Tuchwoche war toll. Aber eins muss ich sagen, die Tuchwoche war toll. So, ja, mein Fazit zu dieser Tuchwoche. Ich hole mal eben... meine hier raus und ja, ich schreibe hier auch mal eben was drauf. Ja, also mein Fazit zu dieser Tuchwoche, ich habe eigentlich fast keine Sache zu meckern. Es ist ja fast alle sind gut gewesen, ne? Also ich fange mal hier mit der an, die würde ich mir nicht nochmal kaufen, weil halt die gejuckt hat am Kinn und da steht auch drauf, nicht nochmal. Ja, dann hatten wir die Balea Tuchmaske, den Koala, war für mich eine 2-. Dann hier, ja, Wedding Dress, ja, Daumen nach oben würde ich sagen, Platz 2. Auf jeden Fall diese Woche. Und Platz 1 teilen sich diese beiden Schätzchen. Also ich hätte gesagt, dass die keiner toppen kann, aber die hat sie nicht getoppt, aber war gleich gut. Also Platz 1 für diese beiden Masken, die ich nur weiterempfehlen kann. Kauft sie euch, gönnt euren Gesicht Pflege und... mega klasse, ne? Mega klasse. Und das Serum, ich fühle mich diese Woche wieder so erholt und entspannt im Gesicht. Mein Gesicht hat Feuchtigkeit ohne Ende bekommen. Ach, einfach herrlich. Aber wir kommen jetzt zur Verlosung. Und was ihr gewinnen könnt, ist diesmal in dieser schönen Pinkbox enthalten. Und die machen wir doch mal auf. Ja, wie gesagt... eine Maskenwoche ist für mich keine Maskenwoche, wenn ihr nicht auch mindestens 2 Masken gewinnen könnt. Und die habe ich halt immer im Paket mit drin. Und dieses Mal ist es von Isana die Feuchtigkeitsaugentuchmaske, die ich auch schon ausprobiert habe und die ich mega toll finde. Also die ist mit in der Box enthalten. Dann könnt ihr noch gewinnen von Sunsu, auch bei Isana. Das ist eine koreanische Maske. Mit Hyaluronsäure, Ginseng und Aloe Vera spendet Feuchtigkeit. Oh, wie juckt die das? Ne, das ist diese hier. Ist wirklich auch eine sehr tolle Maske.
Ich glaube, ich hatte die nämlich schon mal ausprobiert. Ja. Dann haben wir noch hier drin von Be Routine Perfect Peeling ein Scrubble Gum an Scrubble Gum Textur. Verfeinert das Hautbild für einen frischen Ton mit Mandarinenextrakt und Vulkanstein für jeden Hauttyp. Also ein Peeling. Und dann haben wir hier noch ein schönes Paket von Kneipp. Ein Duschglück Aroma Pflegedusche und Cremedusche. Also sind so drei Duschen drin, wie ihr erkennen könnt. Das ist einmal die gute Laune Aroma Pflegedusche mit Maracuja und Grapefruit. Dann haben wir die Lebensfreude Aroma Pflegedusche mit Lycea, Kokeba und Zitrone. Und die Cremedusche Hautzarte Verwöhnung mit Mandelmilch und Mandelöl. Ja, das ist dieses Mal das Paket, was ihr bei mir gewinnen könnt. Und ja, dann lasst mir doch einen schönen Kommentar unten mit dem Hashtag, ja, nehmen wir doch einfach mal das hier, ne? Das ist doch schön. Hashtag Duschglück und ihr seid mit bei der Verlosung dabei. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, diese tolle Pflegewoche mit euch zu machen. Und ich habe schon meine nächsten Masken ausgesucht. Die nächste Maskenwoche ist schon in den Startlöchern. Ich freue mich drauf. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen, meine Lieben. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr das gerne kostenlos tun. Und ja, vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann werdet ihr auf jeden Fall immer Bescheid bekommen, wann ein neues Video online geht von mir. Meistens um 10, also nicht meistens, jeden Tag um 10 Uhr bin ich am Start, ab und an auch mal um 16 Uhr. Und ja, ich freue mich über jeden Zuschauer, über jeden neuen Abonnenten. Und ich danke euch, dass ihr mich so toll unterstützt. Und es macht mir immer noch eine Riesenfreude, mit euch jeden Tag hier neue Sachen auszuprobieren und vieles zu testen, mit dem Experten einiges Leckeres zu essen und Blödsinn zu reden. Ja, also meine Lieben, ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund. Eure Steffi. Tschüss.